Herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zu einem neuen LST-Log, zu einem neuen Retro-Hardware-Unboxing und Testing. Und vor mir in dieser riesigen Box, ihr seht, wie riesig die ist, im Vergleich zu meiner kleinen, fetten Hand, in der Box befindet sich einer meiner feuchten Kindheitsträume, den ich mir nie erfüllen konnte, aber heute ist es endlich soweit, jetzt, wo ich schon fast ins Greisenalter fall. Besser spät als nie, um es nicht allzu lang zu machen, und ihr habt ja eh schon im Titel gesehen, was da drin ist. Nämlich eine Retro-Konsolen-Kombi, die ich mein ganzes Leben lang schon haben wollte, aber war früher nie eine Option, da viel zu teuer. Ich habe das Ding für einen echten Spottpreis bekommen, sonst hätte ich es mir jetzt gar nicht gekauft, aber dazu später vielleicht mehr. Und ich würde sagen, Edward mit den Scherenhänden, der fängt jetzt mal an und macht das Ding auf. Danke an den Edward, dann können wir das Döschen hier mal aufmachen. Und gucken, was drin ist. Oh, gut verpackt, wie ich sehe. Kein Wunder, nachdem das Teil so riesig ist. Also wieder ordentlich Zeitungspapier. Weg damit. Hier sehen wir schon die ersten Kabel und Controller. Also hier einen Sega Controller, ein Mega Drive Control Pad. Schon mal sehr gut. Sieht auch gut erhalten aus. Schauen wir uns aber später alles genauer an. Und hier, das dürften dann diverse Strom- und Verbindungskabel sein. Hier auf SCART, ich nehme mal an, den stecken wir dann später ins Fernsehgerät. Und da wir mehrere Peripherien haben, haben wir hier auch mehrere Stromgeräte, wollte ich schon sagen. Also Stecker halt, Stromstecker 1, 2, eigentlich müssten es 3 sein, 2 und 3, genau, weil wir auch 3 Peripherien haben. Ja, und dann geht es ans Eingemachte, würde ich sagen. Oh Gott. So, dann schauen wir mal. Echt super verpackt, kann man nichts sagen. Naja gut, fast super verpackt, da hängen sie halt da hinten im Loch drin. Aber gut, ich hole das ganze Ding jetzt mal raus und wir schauen uns das Ganze dann mal gleich genauer an. Erstmal weg mit der Kiste. So, ich hoffe, da war nichts Wichtiges mehr drin. So, ich bin gleich mal an einen gemütlicheren Ort umgezogen und jetzt können wir das Geheimnis ja endlich lüften. Es handelt sich um das Trio Infernale, um das Bollwerk, bestehend aus einem Sega Mega Drive 2, der Sega 32X und aus dem Mega CD 2. Ihr kennt ja vielleicht die Geschichte von diesem Monstrum. Ich glaube, man kann es liebevoll so nennen. Am Anfang war der Mega Drive die 16-Bit-Konsole. Und als alleiniges Stück sieht das so aus. Also das ist mein eigener Sega Mega Drive 2. Also das ist die Hauptkonsole, die 16-Bit-Konsole. Und dann gab es für diesen Sega Mega Drive auch noch Add-ons. Zum einen ist das der Sega 32X, der quasi dieses 16-Bit-System zu einem 32-Bit-System upgradet. Das Ganze also ein bisschen schneller macht, mit mehr Rechenpower supportet und dem Spieler auch mehr Farben gibt. Herausgekommen ist der 32X im Jahr 1994. Bei uns hat er neu ungefähr 399 Mark gekostet, Listenpreis. Und die Funktionsweise ist quasi wie ein Modul. Wir stecken also dieses 32X-Gerät, auch liebevoll der Pilz genannt, in den Cartridge-Slot der 16-Bit-Konsole und dann fungiert dieses Teil so als Erweiterung. Ich glaube, eins der wichtigsten Dinge ist folgendes. Der Mega Drive allein kann nur 64 Farben gleichzeitig darstellen. Der 32X unterstützt den Mega Drive ein bisschen, schafft ein Upgrade und somit kann das System auf eine Farbpalette von über 32.000 Farben zurückgreifen. Ebenfalls sorgt der 32X für zwei weitere Soundkanäle. Genauso wie der Mega Drive hat der 32X auch einen Cartridge-Slot hier oben. Der kann sowohl 32X-Games als auch die normalen Mega Drive-Games spielen. Also das heißt auf gut Deutsch, alle Cartridge-Spiele stecken dort oben und das Signal wird durchgeschleift zum Mega Drive. Die zwei Prozessoren vom 32X kommen auf 23 MHz, ist also mehr Power als der 7 MHz Prozessor des Mega Drives. Und wenn man das Komplettpaket hat mit dem Mega CD bzw. mit dem Sega CD, dann konnte man auch Sega CD 32X Games spielen. Und was soll das bringen, fragt ihr euch vielleicht. Also da kombiniert man das Beste aus beiden Welten. Zum Beispiel eben eine höhere Farbtiefe als auch ein Speichermedium, das sehr viele Daten fassen kann. Also man kann damit sehr aufwendige Spiele realisieren, die vorher auf der 16-Bit-Konsole gar nicht denkbar waren. Vielleicht noch ein paar Worte für Leute, die sich mit dem Mega Drive und dem ganzen Gedöns hier überhaupt nicht auskennen. Also wir reden hier von einem Zweiersystem. Das heißt, das hier ist der Mega Drive 2. Es gab auch einen Mega Drive 1, der sah ein bisschen anders aus. Der hatte an der Peripherie auch andere Sachen. Der hatte zum Beispiel einen Kopfhörereingang, einen Volume Slider. Das alles hat man beim
Zweieren beim schlankeren Modell hier weggelassen. Und ich glaube auch, das Zweier-Modell hier war das Modell, das in Europa am weitesten verbreitet war. Das kam so, nachdem der Super Nintendo auf den Markt kam und seinen Siegeszug feierte, da hat dann Sega diese Variante 2 herausgebracht. Das ist jetzt für den 32X erstmal gar nicht wichtig, aber für den Mega CD, weil auch den Mega CD gibt es in zwei Varianten. Es gibt ihn als Mega CD 1 Variante und eben als Mega CD 2 Variante. Und nachdem der erste Mega Drive, also Mega Drive 1, eine komplett andere Bauform hat als der Mega Drive 2, hat auch der Mega CD eine ganz andere Bauform. Also Mega CD 1 könnt ihr euch so vorstellen, das war wie so ein kleiner Stereoturm. Da war unten der Mega CD wie so ein altmodischer CD-Player, also auch mit Schublade, die nach vorne aufging. Und darüber war dann quasi der Mega Drive positioniert und wenn ihr wollt, dann darauf nochmal der 32X. Also es war so ein richtiger Turm. Hier bei dem 2er-Modell ist man in die Breite gegangen. Da hat man hier als Basis quasi, das ist das Mega CD-Gerät, also das hier, was ihr hier unten seht, das gehört alles zum Mega CD 2. Dort drüben ist die eigentliche CD-Unit und darauf positioniert man dann diesen Mega Drive 2 und wieder den 32X. Und klar, wie es der Name schon sagt, mit dem Mega CD kann man CD-Spiele spielen. Das heißt, man hat die Möglichkeit, viel größere Datenmengen zu verarbeiten. Es kam dementsprechend auch viele multimediale Games auf dem Mega CD raus. Spiele mit Zwischensequenzen, mit CD-Audio-Tracks, also mit bombastischem Soundtrack, bis hin zu interaktiven Filmen. Und um die Geschichtsstunde jetzt zu beenden und zum eigentlichen Teil zu kommen, ihr wisst vielleicht, dass der Mega Drive in den Vereinigten Staaten Genesis hieß und der Mega CD hieß auch Sega CD. Genauso wie bei Nintendo damals ist es auch hier nicht möglich, amerikanische oder japanische Spiele auf dem PAL-System zu spielen. Ich hatte ja damals in den 90ern PC und ich war total begeistert von interaktiven Filmen, weil ich sowohl Filme als auch Spiele geliebt habe und immer noch liebe. Und diese Mischung damals fand ich super, super geil. Und ich muss ja sagen, damals als PC-Spieler war man gut bedient mit interaktiven Filmen oder interaktiven Adventures. Kam fast alles auf dem PC raus. Selbst die Sachen, die auf so obskuren Systemen wie dem 3DO rauskamen, wie zum Beispiel so Spiele wie Voyeur, kam letztendlich dann trotzdem auf dem PC. Nur dieser verfitzt maledeite Sega CD hatte ziemlich viele Exklusivtitel und das hat mich echt gefuchst, dass ich die damals nie spielen konnte, weil ich eben keinen Sega CD besaß. Ich hoffe, das ganze Konstrukt hat den Versand gut überstanden. Das ist ja immer sehr problematisch bei CD-Units. Da kann durch Erschütterung sehr schnell was kaputt gehen. Und habt ihr gesehen, es war zwar gut gepolstert, aber es lag ein bisschen ranzig drin. Also ich hoffe, das Ding hat keinen Schaden genommen. Der Verkäufer hat gemeint, das funktioniert alles einwandfrei, sofort ready to go. Und er hat auch Beweisbilder auf eBay hochgeladen, wo man die Konsole hat laufen sehen. Sowohl der normale Mega Drive als auch der 32X als auch der Sega CD. Von daher hoffe ich mal, dass alles passt. Aber bevor ich jetzt das Teil direkt anschließe, würde ich mir trotzdem die einzelnen Peripherien trotzdem mal genauer angucken. Das ist das erste Mal in meinem Leben tatsächlich, dass ich einen 32X und einen Mega CD sehe. Also ich würde gerne mal die Peripherien als Einzelteile sehen. Das ist auch was Neues für mich. Also ich versuche das jetzt mal hier irgendwie, wie ich denke, auseinanderzubauen. Also wie vermutet, der 32X, der geht relativ einfach hier runter von diesem Mega Drive Schacht. Ihr seht ihn hier. Und hier steckt man quasi, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt so halbwegs, wie so ein Modul hier, wie so ein Mega Drive Modul, den 32X oben rein. Verbunden wird das hier mit einem Kabel. Also das hier ist die separate 32X Unit. Ich gucke sie mir mal an, also vielleicht auch ein bisschen von nahem. Ist schon ein bisschen mitgenommen, also hat ziemlich viele Kratzer und so. Aber das ist leider bei diesen alten Sega-Peripherien immer so gewesen. Die sind sehr, sehr kratzanfällig. Kann ich vielleicht euch auch mal zeigen, mein Mega Drive. Also wenn ihr euch meinen Mega Drive 2 anguckt, dann seht ihr ja auch, also total überall verkratzt. Das lässt sich bei den Dingern leider fast nicht vermeiden. Und das kann ich dem guten Mann hier auch gar nicht übel nehmen. Das passiert so schnell. Und mir ist echt wichtig, dass das Ding überhaupt noch funktioniert. Vielleicht können wir mal, ich traue mich fast nicht, die Kontakte hier mit Alkohol zu reinigen. Und wenn, dann machen wir es ganz, ganz trocken. Jetzt gucken wir erstmal, ob es so funktioniert. Hier ist leider schon echt, ich glaube, das ist wirklich das Corrosion, ist ein bisschen Rost. Da müssen wir mal gucken, ob das irgendwie einen Einfluss hat oder dass ich das nicht verbreite. Das wäre nämlich sehr, sehr kacke.
So, ich habe jetzt keine Ahnung, wie man diesen Mega Drive hier rausnimmt. Okay, es geht eigentlich super einfach, hätte ich nicht gedacht. Ich habe schon gemerkt auf den Bildern, als ich mir den Mega Drive angeguckt habe in der eBay-Auktion, ne, dass dieser Powerknopf hier so ein bisschen wackelt und nicht mehr ganz sitzt. Macht aber nichts, solange es noch geht. Und wie gesagt, falls nicht, dann stecke ich einfach meinen eigenen Mega Drive rein. Also der Grund, warum ich mir dieses Paket gekauft habe, war nicht der Mega Drive, weil den hatte ich ja eh schon. Aber das ganze Komplettpaket war so günstig, dass es einfach günstiger war, als mir die einzelnen Peripherien, den Sega CD und den 32X zu kaufen. Also ich habe für dieses Komplettpaket ein bisschen mehr als 200 Euro bezahlt und normalerweise kostet so ein 32X hier schon mehr als dieses komplette System. Von daher war es wirklich ein Schnäppchen. Jetzt habe ich hier noch so einen zusätzlichen Mega Drive, also der sieht hinten so aus. Und das hier ist wirklich die komplette Mega CD 2 Unit. Ich muss sagen, vom Aufbau her gefällt mir das Teil jetzt nicht so. Da finde ich den Mega CD 1 kompakter und schöner. Das ist halt das System, das hier bei uns in Europa mehr verbreitet war. Und ich glaube, so auch so ein bisschen von der Ausdauer und der Funktionsweise ein bisschen härter im Nehmen ist. Also ich glaube, das ist ein bisschen robuster als Modell Nummer 1 und nicht so fehleranfällig. Ich weiß jetzt gar nicht, ob man die Klappe aufmachen kann, auch ohne Strom. Ja, geht. Also ihr seht, das ist ein ganz normales CD-Laufwerk. Also ich weiß, das Licht ist gerade ein bisschen schlecht, aber geht nicht anders. Also hier die ganz normale CD-Unit, wo die CDs reinkommen. Das ist quasi der Mega CD. Ich zeige den vielleicht auch nochmal von nahem. Und das hier ist, oh, da fliegt irgendwas drin rum, das hört sich nicht gut an. Und das hier ist die Unit von hinten. Ja, da fliegt irgendein Kleinteil rum, ich hoffe, das ist nur Dreck oder so und nicht irgendwas von der Platine, das sich gelöst hat durch den Transport, das wäre scheiße. Ordentlich dreckig, den können wir später mal sauber machen, aber bevor ich den sauber mache, würde ich jetzt trotzdem wirklich mal erstmal gucken, ob das Ding einsatzbereit ist. Und ich habe auch keine Ahnung, wie man den anschließt, also das könnte lustig werden. Kurz mal umsteigen auf Handkamera und bevor ich das ganze System komplett zusammenbaue, möchte ich mal die einzelnen Peripherien testen, ob die auch allein gehen. Also ich habe jetzt hier mal den Mega Drive 2 genommen, der hier geliefert wurde und mit meinem Kabel, mit meinem AV-Kabel hinten an den Fernseher angeschlossen und habe auch den Controller mal angeschlossen, der dabei war bei dem Komplettsystem. Und jetzt möchte ich mal gucken, ob der Mega Drive an sich überhaupt geht. Dazu habe ich mein altes Sonic 1 mal ausgegraben. Moment, ich hole das mir kurz hier raus, stecke es hier in den Slot. Also das Spiel funktioniert einwandfrei, auch gerade frisch gereinigt vor ein paar Tagen. Und wenn ich hier jetzt auf den Powerknopf drücke, auf den ausgefransten, sollte hier eigentlich auf dem TV ein Bild kommen. Moment. Jawohl, das klappt gut. Also die leuchten, leuchten. Und hier habe ich das Sega-Logo und das scheint prima zu funktionieren. Also hier haben wir Sonic. Dann, ich nehme gerade mal meinen Controller in der Hand. Und dann schauen wir mal, ob das geht. Also Start tut sich jetzt, doch, Start tut sich was. Wir mussten nur warten, bis das Demo startet. So, spiele ich jetzt selber oder? Ja, links, rechts, oben, unten. Ich kann es nur gerade mit einer Hand steuern, von daher sieht das jetzt ein bisschen kacke aus. A, B, C haben ja leider keinen Effekt bei dem Spiel. Start funktioniert auch, Pause. Also der erste Härtetest bestanden. Die eigentliche Konsole, also der Mega Drive 2 aus dem Paket, funktioniert tadellos. Ich probiere mal kurz den Reset-Knopf noch. Klappt super. Gut, dann machen wir das mal kurz aus, komplett, und dann nehme ich das Spiel raus und ich werde mal den Sega 32X drauf montieren und dann schauen wir mal, wie das läuft. Mann, 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 der Kabelsalat ist schon wieder perfekt und ich war schon vor meinem ersten Problem gestanden, denn wir haben hier drei Power Supplies im Paket, zwei hier und das dritte habe ich hier schon mal eingesteckt und ich habe keine Ahnung, nachdem alle komplett anders aussehen, welches Ding für welche Konsole ist. Deswegen habe ich jetzt einfach mal Ene Mene Mu gespielt und einfach das hier für den 32X genommen. Gut, habe ich jetzt einfach mal eingesteckt. Ich hoffe, das funktioniert. Ansonsten ist das Setup wie folgt. Also wir haben jetzt unseren Pilz, unseren 32X auf den Mega Drive 2 gesteckt. Habe schon mal mein Modul rein und von den Kabeln sieht das jetzt wie folgt aus. Also ich gehe mal hier runter und könnt das vielleicht so sehen. Also wir haben hier jetzt mit dem Kabel den 32X mit dem Mega Drive verbunden. Dann haben wir hier ganz normal den Strom für den 32X. Also erinnert euch, ich habe gesagt, jeder der drei Peripherieteile braucht seinen eigenen Strom.
Deswegen haben wir hier unten auch noch einen Strom für den Mega Drive und einen Strom für den 32X. Und das Kabel hier ist unser ganz normales AV-Kabel, das wieder an den Fernseher geht. Und rein theoretisch, wenn ich das Baby hier jetzt auf Power einmache, sollte das ganze Teil booten mit meinem Sonic. Und das sollte auch funktionieren. Also ich drücke hier mal und dann schnell hoch. Tatsächlich. Da kommt er, das Sega-Logo. Sound hört sich auch gut an. Sehr schön, und da ist unser Sonic. Leider habe ich jetzt noch kein 32X Game, das ich testen kann, weil die sauteuer sind und ich habe mir noch keins gekauft. Also ich kann jetzt leider nicht die 32X Funktionalität des Dings testen, aber wie ihr seht, Modul funktioniert ganz normal, wunderbar. Also das Gerät ist auf jeden Fall einsatzbereit. Bis jetzt hat der liebe Verkäufer nicht gelogen. So, die komplette Unit ist jetzt so zusammengebaut, wie sie sein sollte. Alle drei Teile wieder miteinander vereint. Wunderbar, soweit klappt das ganz gut. Was die Power Supply angeht für den Mega CD, es geht wirklich nur einer von diesen drei Stromadaptern bzw. Stromkabeln, nämlich das in der Mitte, die anderen beiden sind zu klein, die passen hinten nicht in den Stromanschluss, also ist das Problem schon mal gelöst. So, ich habe das jetzt alles mit den Kabeln da hinten so mal provisorisch zusammengebaut, wie ich denke, dass es gehört, aber ich bin mir da noch relativ unsicher und das müssen wir dann testen später mal, vor allem wenn wir dann ein Sega CD-Spiel testen, denn, und da mache ich mal einen schnellen Cut, das mag jetzt leicht verwirren, aber so ist es nun mal. Also hier unten ist unsere Mega-CD-Unit. Hier ist unser Stromkabel. Daneben ist hier so ein Anschluss, der sich Mixing nennt. Ich habe keine Ahnung, was man damit macht. Und was der Mega-CD noch hat, ist einfach zwei separate Audioausgänge. Also der hat überhaupt keinen Ausgang fürs Videosignal, der Mega-CD. Und ich sehe jetzt auch keine Möglichkeiten, das Audiosignal durchzuschleifen, entweder zum Mega Drive oder zum 32X. Von daher habe ich jetzt mal die Audioausgänge freigelassen vom Mega-CD und habe das Setup von davor gelassen. Das heißt, unser AV-Kabel vom 32X geht nach wie vor direkt in den Fernseher. Und das sollte ja für das Spielen des Moduls, das wir gleich nochmal ausprobieren werden, mit Sonic kein Problem sein. Also auch mit der CD32-Unit sollte das wunderbar klappen. Die Frage ist, ob wir mit diesem Setup hier dann später Sound aus dem Mega-CD rauskriegen. Aber das müssen wir dann halt ausprobieren, wenn wir ein CD-Spiel ausprobieren. Ja, und dann würde ich sagen, testen wir die ganze Show jetzt einfach mal. Ich drücke jetzt nochmal auf den Power-Knopf und hoffe, dass mir die ganze Scheiße nicht um die Ohren fliegt. Also erstmal Power. Das sollte jetzt alle drei Dinger hochfahren. Und wenn wir auf den Screen gucken, hier kommt wieder unser Sega-Logo. Wir haben auch unseren Sound noch. Also das scheint alles noch wunderbar zu funktionieren. Sonic the Hedgehog, ich drücke mal auf Start. Green Hill Zone. Ich kann meinen Sonic steuern. Wunderbar, klappt alles. Das heißt also schon mal, die Kombination habe ich, glaube ich, so halbwegs richtig zusammengestöpselt. Jetzt wollen wir wirklich gucken, ob der Mega-CD auch funktioniert. Und dazu brauchen wir erstmal ein paar Spiele, ne? Bevor wir jetzt allerdings den Field-Test am Mega-CD machen können, muss ich euch noch mal kurz an meinen Rechner führen, an meinen Laptop. Es gibt da nämlich ein kleines Problem. Ich habe kein Mega-CD-Spiel, aber es liegt ausnahmsweise mal nicht an mir. Ich habe mitgedacht, ich habe vor einer Woche bei eBay mir Microcosm für Mega-CD bestellt. Bloß der Typ hat es in 5 Tagen immer noch nicht gebacken bekommen, mir das Ding zu schicken. Das heißt, ich sitze jetzt ohne Originalspiel da. Deswegen greife ich jetzt mal zu einer Alternative. Ich habe jetzt hier mal auf CD mir selber Spiele gebrannt, also ROMs mir runtergeladen aus dem Internet. Ihr seht zum Beispiel hier eine Kopie von der EU-Version von Snatcher, dem legendären Adventure für Mega-CD. Und ich hoffe, das funktioniert auch. Kann sein, dass es da Probleme gibt, weil diese alten CD-Laufwerke manchmal wirklich Probleme haben, solche in Anführungszeichen minderwertigen Rohlinge zu lesen. Also wenn ihr selber mal Spiele für diese alten Konsolen brennen wollt, dann achtet darauf, dass ihr wirklich sehr hochwertige Rohlinge dafür nehmt und mit der kleinstmöglichen Geschwindigkeit brennt. Am besten der Double Speed, geht leider bei meinem Laufwerk hier nicht mehr. Die niedrigste Schreibgeschwindigkeit war 16-fach für CDR, also ihr verwendet da auch ganz normale CDR. Rohlinge, kein DVD-Rohling oder so, das funktioniert natürlicherweise nicht. Neben Snatcher habe ich auch noch andere Spiele gebrannt, wie zum Beispiel hier Eye of the Beholder in der EU-Version. Und ich habe spaßeshalber auch mal ein US-Spiel, also ein NTSC-Spiel gebrannt. Ich will einfach nur mal aus Jux und Tollerei probieren, ob
der europäische Mega-CD den liest oder ob der mir das Ding verweigert und da gar nicht weitermacht. So, und jetzt stellt euch vielleicht die Frage, warum sitzt man an meinem PC und nicht gleich am Mega-CD? Ich möchte erstmal eine Fehlerquelle ausschließen, und zwar, dass diese gebrannten CDs nicht funktionieren. Deswegen, bevor wir die in den Mega-CD stecken, möchte ich die gerne mal mit dem Sega-Emulator meines Vertrauens probieren, nämlich mit dem Kega Fusion, der hier schon mal offen ist. Leider kann man damit kein Vollbild machen, deswegen versuche ich jetzt hier mal ein bisschen ran zu zoomen und den so halbwegs hier herzuschieben, dass ihr trotzdem was seht. Ich glaube, das funktioniert ganz gut. Also der Kega Fusion Emulator, der kann im Prinzip alle alten Sega-Systeme emulieren. Master System, Mega Drive, 32X, Mega CD. Und das Gute ist, der kann nicht nur ROMs lesen, sondern auch direkt von der CD den Mega-CD emulieren. Das heißt, ich werde den Snatcher, die CD, gleich in mein Laufwerk werfen. Aber bevor wir das tun, erkläre ich euch nochmal kurz den Kega Emulator. Denn wenn ihr mit dem Kega Mega-CD emulieren wollt, braucht ihr erstmal ein BIOS für Mega-CD. Und die Files könnt ihr euch im Internet runterladen. Googelt einfach danach nach Mega-CD BIOS Kega Fusion. Findet ihr was. Und das Ganze geht hier, glaube ich, unter Options Set Config. Und dann könnt ihr hier unter dem Reiter Sega CD eure einzelnen BIOS-Files einfach reinhauen und verknüpfen. Also ihr braucht ein BIOS für die USA-Version, für die japanische Version und für die Euro-Version vom Sega CD. Und erst dann funktioniert die Chose. Dann könnt ihr hier rein theoretisch unter File Load Sega CD Image ein Image einbinden. Aber wir wollen ja direkt von der CD spielen. Und das macht man hier über die Funktion Boot Sega CD. Aber bevor das funktioniert, müssen wir erstmal unser CD Drive hier festlegen. Also wenn ihr hier CD Drive auswählt, dann wählt ihr wirklich euer physikalisches CD-Drive von eurem Rechner aus, und dann wird der Kega-Emulator auch versuchen, die Sega- bzw. Mega-CD-Daten sich von diesem Laufwerk von einer echten CD zu holen. Also ich habe ja schon mal mein Laufwerk ausgewählt, und jetzt können wir rein theoretisch mit Boot Sega CD unseren emulierten Mega- bzw. Sega-CD starten, und dann startet der das BIOS. Und das ist das BIOS von Mega CD, zumindest von der europäischen Zweier-Variante. Aber nachdem jetzt hier keine CD drin ist, geht es auch nicht weiter. Das heißt, ich werde mal kurz die Snatcher hier einwerfen. So, sorry, ich muss hier jetzt mal einen kleinen Schnitt machen, weil mein CD-Laufwerk die CD nicht erkannte. Der Kega-Emulator hat anscheinend mein CD-Laufwerk gelockt und Windows hat dann keine CDs mehr erkannt. Aber jetzt sollte es eigentlich gehen. Und wenn wir jetzt auf Boot Sega CD gehen, sollte er nochmal das BIOS booten und dann direkt in unser Snatcher springen. Gucken wir mal, ob das funktioniert. Also hier nochmal das BIOS. Press the Start-Button, der ist bei mir auf Return. Und dann seht ihr, dass das Spiel, machen wir ein bisschen leiser, dass das Spiel tatsächlich bootet von CD. Vielleicht hört er auch den CD-Sound. Also er holt sich die Daten wirklich von der CD und nicht von dem Image auf einer Festplatte. So, ich tue das Ganze mal ein bisschen nach vorne spulen. Also ihr seht, hier haben wir Snatcher direkt von der CD. Das heißt, die CD können wir ausschließen, die geht. Das einzige Problem, was noch sein könnte, ist, dass der Sega CD einfach den CD-Rolling nicht mag. Aber das werden wir jetzt mal ausprobieren. So, Freunde der Nacht, ich habe die Cartridge hier oben jetzt mal rausgenommen, dass er nicht Sonic irgendwie bootet oder so. Und ich nehme jetzt mal an, wir machen das Laufwerk auf und tun die CD natürlich rein, bevor wir die Kiste anwerfen. Also die geht auch sehr schön rein. Klappe zu, und dann werde ich jetzt einfach mal den Mega Drive einschalten. Super, ich höre schon den Boot. Also wenn ihr hier seht, die Kiste geht an, sehr geil. Checking Disk, hit the Start Button. Moment, ich muss mal kurz meinen Controller finden. Das zappelt jetzt ein bisschen rum mit der Kamera. Hit the Start Button, wo sind wir? Sehr schön, das funktioniert. Wir sind im Spiel und wir können Snatcher spielen. Das ist wunderbar. Also okay, es läuft vielleicht nicht ganz so tadellos, aber ich glaube, ich schiebe das eher auf die Rohlinge anstelle auf das Drive. Hat, glaube ich, einfach Probleme, diese gebrannten Dinge richtig zu lesen. Also bei meinem zweiten Versuch blieb ich jetzt beim Blackscreen vorm Menü hängen, ging nichts weiter, musste ich resetten. Und jetzt beim dritten Versuch hier erkennt er die Disk überhaupt nicht. Ich mache mal kurz
den ganzen Ding nochmal aus, öffne nochmal den Schacht und tue die CD nochmal rein und raus. Vielleicht hilft das ein bisschen was. Dann mache ich das Ding nochmal ein. Checking this, mal gucken, ob es jetzt klappt. Wenn nicht, probieren wir mal ein anderes Spiel. Ich werde auf jeden Fall noch ein Video nochmal nachschießen, wo wir dann auch ein richtiges Originalspiel probieren und auch mal ein CD32X-Spiel, also ein Spiel, das sowohl die Power vom Mega CD als auch vom 32X benötigt. Und dann werden wir gucken, dass wir auch mal ein 32X-Modulspiel zum Laufen kriegen. No Disc, okay, dann probier es mal mit dem anderen Spiel. Okay, das ist Eye of the Beholder. Da kriegen wir zumindest schon mal einen Sega-Screen, das ist sehr gut. Also ich glaube nicht, dass das Drive eine Macke hat. Ich glaube auch wirklich, dass das Ding einwandfrei funktioniert mit den originalen Medien. Der hat halt wirklich bloß Probleme, so ein bisschen diese minderwertigen CD erst zu lesen. Okay, internal backup RAM is not formatted. If you continue, you will not be able to use the save function. Also auch hier gibt es bei einigen Spielen die Möglichkeit, die Save-Funktion zu verwenden. Wie zum Beispiel hier bei Eye of the Beholder könnte man seinen Spielstand abspeichern und dann später wieder aufrufen. Das internal backup RAM kann man bestimmt im BIOS irgendwie formatieren. Da kann ich mich mal reinfuchsen. Auf jeden Fall auch die Möglichkeit gibt es. Und ihr seht, Eye of the Beholder lädt hier jetzt schön gut. Und es scheint auch keine Probleme mit dem Sound von Mega CD zu geben. Also das haben wir ja schon gehört, dass es funktioniert. Also ich glaube, wir müssen da hinten jetzt nichts weiter mehr umstecken mit den Audioeingängen. Ich glaube, die Passage hier hat einfach überhaupt keinen Sound. Und das ist halt so ein Spiel, so ein klassisches Spiel, wo man am besten eine Maussteuerung hätte. Das ist, Eye of the Beholder ist mit Controller sehr mühsam zu steuern. Es gibt tatsächlich eine Sega-Maus, die kompatibel ist mit diesem Mega-CD-Gerät. Und dann kann man diese Spiele ganz normal mit Maus spielen. Allerdings habe ich leider noch keine Sega-Maus, keine Mega-Maus gefunden auf eBay oder sonst irgendwo, die ich mir schnell hätte kaufen können. Aber möchte ich definitiv haben. Jetzt gucken wir mal, ob das Spiel so läuft. Und hier, wir haben sogar glorreiche Sprachausgabe, was es auf den Heimcomputer-Adaptionen oder Versionen nicht gab, genauso wenig wie Musik. Also hier wird das Medium CD dann wirklich ausgenutzt. Also super toll funktioniert, der Verkäufer hat nicht gelogen und für die 200 zerquetschte Euro war dieses ganze Komplettsystem echt ein super Schnäppchen. Bin jetzt echt froh, dass ich dieses System habe. Also hier hätten wir Eye of the Beholder, wie gesagt, das müsste man halt wirklich steuern mit einer Maus. Hier ist es halt sehr mühsam mit einem Joypad hier, aber es funktioniert sehr gut. Ha! Und Sixte zwei, dreimal über die CD gewischt und Snatcher geht trotzdem. Es wird mir eine Ehre und eine Freude sein, dieses Spiel zu spielen. Ein absoluter Kultklassiker dieses Systems. Wenn ihr euch das Spiel original kaufen wollt, dann seid ihr fast mit einem Tausender dabei. Von daher, ich glaube, das wird eins der Spiele sein, die ich nie original besitzen werde. Aber im Generellen natürlich ist der Sinn so eines Originalsystems auch, dass man die Originalspiele hat. Also ich werde schon versuchen, mir so zumindest eine Mega-CD-Library anzuschaffen. Da gibt es Spiele, die sind ziemlich teuer, wie dieses Snatcher, das ich wahrscheinlich nie original haben werde. Aber es gibt auch sehr billige Spiele, wie zum Beispiel Microcosm, Sewershark, Time Gal, Road Avenger, die man für einen Zehner kriegt. Und es sind auch coole Spiele, wenn man so auf dieses Genre steht, auf so Interactive Movies und so wie ich. Und wer Snatcher nicht kennt, ist halt so ein typisches Cyberpunk-Adventure. So ein bisschen Blade Runner-esque, wie ihr seht. Hier dann noch so ein bisschen so die Story und so, das wollen wir uns nicht alles angucken jetzt. Ich wollte euch kurz mal nur so das Interface zeigen von dem Spiel, wie es gesteuert wird. Nur die Ladezeiten sind echt extrem pervers hier mit diesem Single-Speed-Drive. Es liegt wahrscheinlich auch daran, dass er die CD nicht wirklich lesen kann, sonst wird es wahrscheinlich einen Zacken schneller gehen. Aber hier habt ihr eure Dialoge ganz normal. Ich weiß bloß nicht, mit welchem Knopf man das weiterkriegt. Und dann kann man hier zum Beispiel verschiedene Auswahlmöglichkeiten machen. Ich möchte jetzt zum Beispiel reingehen, ich möchte mich umgucken. Oder ein bisschen investigaten, also wirklich so ein klassisches Adventure-Format. Und da habe ich echt schon Bock drauf zu spielen, nur irgendwie auf meine Tasten drücke, möchte hier nicht so wirklich reagieren und es dauert ein bisschen lang. Also ich glaube, das bringe ich nochmal neu auf dem hochwertigen Rolling, dann klappt das, glaube ich, besser. So, und jetzt noch ein kleiner Härtetest, mal so aus Jux und Tollerei. Ich habe jetzt mal ein US-Spiel eingelegt und ihr seht schon, da muckt er ein bisschen rum.
glaube, da kommt so eine Art Lockout-Chip oder so mit ins Spiel und da weigert er sich anscheinend, das Spiel zu booten. Also das mag er überhaupt nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob es daran liegt, dass er es nicht lesen kann oder ob er einfach sagt, okay, NTSC-Spiel, das starte ich dir gar nicht, du Ficker. Also ich probiere es nochmal. Okay, nee, da macht er nichts. Also er kennt die CD definitiv, ihr seht es, 60 Minuten Track 1 hat er erkannt, aber das mag er nicht abspielen, weil es kein PAL-Format ist. Sehr schade, weil für den Mega-CD gibt es sehr viele tolle Spiele, die es nicht auf PAL geschafft haben. Aber ich glaube, es gibt einen Trick, wenn man die Dinger brennt, dass man die quasi in PAL-Format umkonvertieren kann. Da werde ich mich mal reinfuchsen und gucken, ob das funktioniert. Aber so hier als reine NTSC-Disc im PAL-System scheint es nicht zu funktionieren. Am Schluss würde ich sagen, nochmal Interactive Movie als Rauswerfer. Wir geben uns jetzt eine Runde Corpse Killer. Also das ist eigentlich ein Lightgun-Spiel, das man am besten mit der Lightgun spielt. Mit dem Controller wird es jetzt wahrscheinlich wieder wie Arsch und Friedrich sein. Aber wir probieren es jetzt trotzdem mal und versuchen ein paar Zombies abzuknallen. Wir werden wahrscheinlich schon im ersten Screen drauf gehen. Aber der Rastaman hilft uns bestimmt. So, wie geht das? Wie schieße ich? Ah. Oh. Ah, mit A. Okay, sehr schön. So, ihr Ficker. Ich mach euch platt. Ah, oder auch nicht. Die mich. Also ich glaube, mit Lightgun ist das eine schönere Experience, aber das ist so ein typisches Beispiel für so ein Interactive Movie auf Sega CD, neben so den üblichen klassischen Verdächtigen wie Night Trap oder so. Kennt ihr ja bestimmt, wenn ihr euch ein bisschen mit der Geschichte des Videospiels auskennt. Ja, ein bisschen die Steuerung ist ein bisschen unpräzise, aber ich glaube, wenn man sich dann richtig ein bisschen reinbufft, reinfuchst, dann kriegt man das schon hin. Ja, Mann, geht drauf, Alter. Für meinen Rastermann. So. Gut shooten, Braun. Ich würde sagen, damit schließen wir das kleine Experiment ab. Also scheint alles soweit zu gehen. Wie gesagt. Ja, wie gesagt, was, LST, du Trottel. Ja, Leute, zwei Tage sind vergangen, seit ich meine Footage aufgenommen habe, die ihr gerade gesehen habt. Aber ich wollte jetzt nochmal ein ganz, ganz schnelles Update, ein wichtiges Update zum Mega-CD hier einwerfen, bevor wir zum Schlussfazit springen, das ich damals aufgenommen habe. Also ich habe noch ein bisschen mit dem Mega-CD rumgespielt und dabei ist mir aufgefallen, dass der Controller, der dabei ist, ja schon relativ abgeranzt und faulty ist. Also der C-Button zum Beispiel funktioniert fast gar nicht mehr, außer man drückt den an einer ganz bestimmten Stelle. Ich habe den mal ausgetauscht mit meinem alten Genesis, mit meinem alten Mega Drive Controller und dann hat alles tadellos funktioniert. Das war auch der Grund, warum bei Snatcher zum Beispiel meine Tastendrücke nicht funktioniert haben und ich da eine halbe Stunde rumprobiert habe, bis irgendwas funktioniert hat. In dem Menü, es lag einfach nur an dem Controller. Und das zweite Problem, das wir hatten, war ja, dass die selbstgebrannten CDs hier nicht richtig gelesen wurden. Ich dachte zuerst, es lag wirklich daran, dass diese CD-Rohlinge minderwertig sind und der Laser halt diese selbstgebrannten Dinger nicht richtig lesen kann. Nach meiner Aufnahme wurde das Problem auch so extrem, dass alle 2-3 Minuten der Mega-CD eingefroren ist, dass er einfach aufgehört hat, die Disc zu lesen und man konnte das Spiel nicht weiterspielen. Und da dachte ich schon, okay, vielleicht ging beim Transport irgendwas kaputt, die Laser-Unit ist am Arsch, war super angepisst und deprimiert, aber ich habe es tatsächlich geschafft, das Leseproblem zu beseitigen. Jetzt läuft der Mega-CD tadellos, ohne irgendwelche Probleme, ohne Freezes, ohne Abstürze und auch die langen Ladezeiten sind passé. Also er lädt jetzt genauso schnell wie der Emulator am PC, also es geht ratzfatz blitzschnell und ich war sehr froh, dass es ein easy fix war, also keine kaputte Hardware oder sonstiges, sondern das einzige Problem war, und das habt ihr ja schon gesehen, als wir das Ding ausgepackt haben, dass dieser Mega-CD unheimlich dreckig war und dementsprechend war auch der Laser von unten bis oben mit Staub bedeckt und super dreckig. Ich kann euch das nochmal zeigen. Ich tue jetzt hier nur nochmal den CD-Rolling raus, der gerade drin ist. Und das Gute an dieser Mega-CD 2 Unit ist, dass wir hier direkt Access zum Laser haben und den wir hier direkt sauber machen können. Vielleicht zoome ich auch mal ein bisschen rein, vielleicht klappt das. Genau, also hier seht ihr den Laser und der war halt wirklich von unten bis oben mit Staub bedeckt. Also kein Wunder, dass er dann
dauernd Probleme hatte, die Discs zu lesen und er dann irgendwie unter dieser Last einfach aufgegeben hat und dann einfach aufgehört hat, unterm Spiel irgendwas zu laden. Lösung des Problems ganz simpel. Ich habe hier wieder so ein Wattestäbchen genommen, das mit Alkohol getränkt und dann kann man hier und beim Laser, also über den Laser, ganz, ganz langsam und vorsichtig mit kreisenden Bewegungen fahren und somit die Optik, den Laser, die Linse sauber machen und dann liest er die CDs wieder einwandfrei. Mein erster Versuch war ein bisschen übervorsichtig, da hat nicht geklappt, weil ich wollte keine Fusseln von diesem Wattestäbchen auf den Laser bekommen, weil das würde ja trotzdem wieder zu Lesefehlern führen. Also habe ich zuerst Folgendes gemacht. Ich habe hier so ein Wattestäbchen genommen, darüber so ein Mikrofasertuch gespannt und das dann in Alkohol getränkt und damit erstmal ein bisschen versucht, den Laser sauber zu machen. Hat aber leider nicht ganz geklappt, weil ich in dieser Randbereich des Lasers nicht reingekommen bin und er dann trotzdem noch Lesefehler gemacht hat. Erst als ich einen reinen Q-Tip genommen habe, ohne das Mikrofasertuch und das wirklich mit Alkohol überschwemmt habe und damit auch in die Randbereiche des Lasers gekommen bin und den Picobello sauber gemacht habe, von dem ganzen Staub, von dem Schmand, von den Ablagerungen, seitdem kann ich wirklich jede CD lesen. Es gibt keinen einzigen Lesefehler. Alles läuft prima, sogar von diesen CDRs. Und da kann man dann wirklich sagen, dieser Sega CD ist wirklich ein Allesfresser. Der frisst alles. Ich habe dann wirklich sogar mal einen Test gemacht und einen CD-Rolling mit 48-facher Geschwindigkeit gebrannt. Und auch den kann der Sega CD hier, beziehungsweise der Mega CD, ohne Probleme lesen. Also das Ding funktioniert jetzt einwandfrei. Super Sache. Und damit würde ich sagen, Klappe zu. Und ich übergebe wieder an den LST zum Endfazit. Und zum Schluss, das hier ist jetzt unser Schlachtfeld. Um diese drei Konsolen quasi zum Laufen zu kriegen, haben wir den ganzen Scheiß hier auf uns genommen. Also ich werde jetzt ein bisschen Zeit damit verbringen, das alles aufzuräumen, vor allem die drei Konsolen hier mal ordentlich sauber zu machen, auch ein bisschen mit Alkohol und so, die mal so ein bisschen schöner zu machen. Und dann kommt das Ding dort unten ins Regal und ein wunderschönes Stück für meine Sammlung. Wie gesagt, ich bin sehr begeistert. Vielleicht, ich glaube, ich lasse erstmal den verbumfeiten alten Mega Drive da drin und heb mir meinen guten auf. Werde ich hier wieder in die Folie reintun und falls mal wieder Not am Manne ist, hole ich den raus, weil der funktioniert echt noch tadellos. Da gehen die Knöpfe auch alle noch super einwandfrei. Aber Mega CD 32X, ach, ich liebe es. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Danke fürs Zuschauen, Leute.